So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, ich weiß, es sind jetzt ein paar mehr Folgen diese Woche. Aber hey, dafür, ich war gerade so im Aufnahmerausch. Also hat sich das angeboten, das einfach so in einen Zweck aufzunehmen. Da ich ja durch Umzug, Renovieren und die Amtshilfe momentan so wenig Zeit habe, dachte ich mir, okay, wenn ich schon Space Engineers gerade aufnehme, mache ich halt einfach ein bisschen mehr und dann kommt halt jeden Tag eine Space Engineers Folge. Ich denke, ihr werdet mir das verzeihen. Die anderen Sachen, ja, nach dem Umzug habe ich wieder mehr Zeit, dann können wir zum Beispiel auch endlich mit Assassin's Creed auch weitermachen. Ja, und was ist jetzt hier passiert? Nicht wirklich viel. Also wir fliegen einmal rum und ich zeige das. Die sollten nämlich noch aktiv sein jetzt. Da sind sie. Die Spinnen. Hallo? Ja, woran liegt es? Höchstwahrscheinlich daran, dass es ein... ja, ein... ein Planet aus einer Mod ist, der das einfach mal ignoriert, dass wir hier entsprechend ja irgendwas kann ich daran, kann ich die hier mitnehmen? Okay, die kann ich nicht. Creepy. Also der ignoriert das anscheinend komplett, dass wir hier was haben und ist auch nicht so wild, weil wir werden einfach das, was wir hier haben, entsprechend für uns nutzen. Das heißt, wir werden aus diesem Teil hier eine Basis für uns bauen. Der Rest, dem werden wir absäbeln, werden es ringsherum bewaffnen und werden dann gucken, dass wir es irgendwie schaffen, entsprechend hier wieder von dem Planeten runterzukommen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir es machen wollen. Ja, da unten sitzen sie, ne? Die Spinnen. Ein Köder ist das. Okay. Blockverbinder. Interessant alles. Ein Projektor. Ja, haben wir auch, aber brauchen wir nicht. Das sind so unnötige Dinge an der Stelle. Okay, mehr brauchen wir da jetzt nicht wegnehmen. Weil wenn wir hier alles dicht machen, dann haben wir hier halt auch entsprechend ja, unsere Ruhe und bekommen Sauerstoff. Und das ist eigentlich schon so das Einzige, was zählt für mich. Ja, der Rest ist eigentlich egal. Wichtig ist halt, dass wir es irgendwie schaffen, ohne dass die Spinnen uns auf den Sack gehen, hier Eis zu fördern und entsprechend mit einem Raumschiff hier wieder abzuhauen. Aber ich sag mal, ich sehe das gerade auf diesem Planeten dann so ein bisschen als Herausforderung. Ja. So ein ganz klein wenig. Okay. Unbekanntes Signal, da kommt es gerade an. Ja. Also, wir haben eine Raffinerie, das ist schon mal gut. Ich habe auch nichts mehr zu trinken. Ja, das ist ja das, was ich meinte, ne? Was wir jetzt so als nächstes mal angehen müssen. So. Dass wir zumindest versorgt sind. Aber das werde ich oben hinstellen. Das hatte ich auch schon gesagt, weil hier unten, ich weiß es noch nicht, vielleicht mache ich auch nur oben den Turm, aber wir haben hier unten auch die ganzen Raffinerien und alles Mögliche. Müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Weil es soll ja sicher sein vor den Spinnen. So, ich brauche auf jeden Fall Wasser-Recycling-System. Ja, Hammer. Proteinsequenzer, ja.
So, ich glaube, das müsste jetzt alles sein. Also auf jeden Fall muss es so aussehen, damit wir hier weit, weit genug oben sind. Und ich keine Gedanken machen muss. Ja, das wäre nicht verkehrt. So, okay. Wir müssen es hier irgendwie mit anschließen. Ist hier vielleicht irgendein Anschluss möglich? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich gehe mal auch nicht davon aus. Oh, hier, warte mal, hier haben wir einen Frachtcontainer. Ach, da ist ja jede Menge Munition drin. Das ist ja super. Kann ich nämlich mal hier vorne die Sachen aufheben. Also ich brauche 7. Eigentlich muss ich sie erstmal wegsäbeln. Hallo. Och. Ja, brauchst du ein bisschen. Anscheinend macht ihn das gerade ein bisschen zu schaffen mit den Spinnen hier. Okay, wunderbar, das sollte uns genug Platz bieten. Sehr schön. So. Also. Die 7. Das ist das hier. Das Wasserrecycling-System. Okay, gut. Da haben wir schon mal einen Zugang. Ah, heute ist er echt langsam, ne? So, dann die 8. Na komm schon. Wahnsinn, wie er einfach die ganze Zeit stockt, warum auch immer. Voll nervig. Computer. Und große Steuerrohr und sowas, okay. Ist das hier mit dem anderen System auch verbunden? Also hier, ich habe so ein paar Trümmerteile reingepackt, deshalb hat er. Hier ist es, das können wir eigentlich auch gleich mal machen. Ja, dann haben wir zumindest mal ein paar Ressourcen. Zwar nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Also es sieht ganz gut aus, ne? Bei der Menge an Teilen, die wir da schon wieder haben. Große Steuerrohr. Okay, das ist schon mal fertig. Das ist gut. Denn wir sehen, wir brauchen dringend was zu trinken. Das heißt, ich werde gleich mal Eis benötigen. Große Steuerrohr brauchen wir, ja. Was war das andere? Herstellungskomponenten habe ich doch da. Ach, interne Panzerung. Okay,
Okay, brauche ich auf jeden Fall noch kleine Steuerrohr. Das sehen wir. Da fehlt noch so ein bisschen was. Oh mein Gott, kann es sein, dass die Performance immer schlechter wird? Ja, jetzt sind. Kleine Steuerrohr und Panzerung, okay. Vor allem immer wieder an denselben Stellen, ne? Hier gibt es gar keinen Grund. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen grübeln. Hier brauche ich noch ein bisschen kleine Steuerrohr und hier brauche ich noch Panzerglas. Und interne Panzerung. Das kriegen wir hin. Ich denke zumindest. Warte. Das sieht gut aus. Hoffe ich jetzt einfach mal. Sehr schön. Dann haben wir damit ja eigentlich alles, was wir brauchen. Das Spiel macht mich fertig. So, Produktion. Irgendwas konnte ich aus rein organischer Masse herstellen. Hier organische Masse, Kies und was zu trinken. Okay. Also brauchen wir nur was zu trinken. Mal schauen, ob wir hier Eis haben irgendwo. Also ich weiß, für uns ist es nicht so schwierig, hier was ranzuschaffen, weil. Ja, wobei doch irgendwie schon. Diesen Viechern im Nacken ist das nämlich echt nicht einfach. Was war das? Was war das? Was war das? Das war schon so ein bisschen eigentümlich. Sehr, sehr seltsam. Okay, gut. Wichtig nämlich ist, wir brauchen nämlich bald Sauerstoff. Na, die beiden sind noch voll. Das ist noch okay, aber. So, gucken wir mal ganz kurz. Ja, machen wir hier rüber. Montage. Es gibt keine Montageanlage. Aber wir haben Raffinerie, ne? Ja, Raffinerie ist da. Halt, das nennt sich hier alles anders. Refinery und dann ist das andere ein Assembler. Assembler ist auch da. Das brauche ich alles nicht. Das gibt uns halt jede Menge Ressourcen, die ich erstmal brauche. Ich mache
jetzt erstmal einfach von einem hier so zig hundert. So. Wir sehen es ja, ne? Was da an Ressourcen reinkommt. Da haben wir dann zum Beispiel Kies. Gut, jetzt auch nicht wirklich viel, aber wir haben ein bisschen Kies. Das ist halt so die Sache. Mann. Okay, das soll mir reichen. Puh, so, mal gucken. Was sagt das Inventar? Ja, ein bisschen Eis haben wir. Das ist super. Das heißt, ich mache jetzt hier auch erstmal die Schotten dicht. Damit wir hier auch mal vernünftiges Klima drin bekommen. Okay, also es ist zumindest warm hier drin, das reicht mir schon mal. Schon mal viel wert. Es ist auch warm. Wunderbärchenhaft. Kleine Stahlrohr, na egal. So. Genau, du sollst einfach erstmal. Ach, da kommt dann Wasser und Kies kommt bei raus. Ach, das ist ja geil. Ja, ne? Das ist natürlich super cool. Also ich brauche eigentlich wirklich nur organisches Material, was ich selber produziere. Und ja, das hier ist ja richtig cool. Okay, also wir sehen. Wir haben jetzt alles da. Müsste er jetzt. Genau. Er braucht jetzt nur Kies. Das sollte jetzt aber nicht so das Problem sein. Okay. Okay. Helios Control Station. Ist Essen drin? Okay. Helios Control Station. Warte mal. Gucken. Helios Control Station. Control Station. Ob das dieser Sitz ist? Der hier? Unten ist sonst noch einer. Gucken wir erstmal kurz runter. Würde ich sagen. Weil eigentlich. Ja, ich glaube, das müsste dann Kontrollstation sein. Also, ja, das hier. Was steht denn da? Kontrollstation, ja, wollte ich gerade sagen, ne? Heißt doch so. Ne, okay, da ist es nicht drin. Ne? Okay, dann kann das ja eigentlich nur das da oben sein. Aber ich wüsste sonst keine weiter. Also, es gab noch eine, die haben wir ja aber abgebaut. Ja. Guck mal, da ist sogar. Sehr schön. Food Protein Sequenzer. Hallo.
Hydroponischen Farm, ja. Wo kriege ich eigentlich diese Algen her? Achso, Eigen-Soja-Produkt, okay. Woher bekomme ich das Eigen-Soja-Produkt? Das ist das hier, ne? Eigen-Soja-Produkt. Nee, ist ja nicht das, was ich will. Das muss ja irgendwo raus entstehen. Hier raus kann es nicht sein. Okay, da gehört's nicht hin. Interessant. Ja, weil dieses Ding hier ist jetzt praktisch für einen Eimer. Komisch, ne? Ach, was ist denn? Das brauchen wir dafür. Dann müssen wir doch noch mal hier. Genau. Das ist dann gleich hier. Und der produziert dann jetzt hier. So, ja. Also Algen ist... Ja, also Algen. Er produziert Algen. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, hier scheint es immer Sauerstoff zu geben. Ja. Haben wir noch kleine Stahlrohr? Ja, wunderbar, sehr schön. Das lobe ich mir. Yay. Ja, sieht ja ganz gut aus. Also dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite und wissen jetzt, okay, wir verhungern hier nicht. Jetzt geht es halt nur darum, dass wir jetzt mal anfangen, entweder eine schwebende Plattform zu bauen oder aber, das halt wirklich so wie jetzt, so turmartig dann zu handhaben, damit wir dann hier wieder wegkommen. Wir könnten jetzt auch rein theoretisch einfach so 4 große Hydrogentriebwerke nach gerade unten ausgerichtet, also dass wir einfach senkrecht nach oben starten, entsprechend die dann einfach nur dran klatschen und dann sollte das eigentlich schon reichen mit genügend Treibstoff. Wobei bei dieser Masse, wird interessant, aber das kriegen wir garantiert beim nächsten Mal raus.